Ja, ich darf allen hier im Saal, Kassensaal der Nationalbank, aber natürlich allen, die auch uns von zu Hause zuschauen und vielleicht allen jenen, die zu späterem Zeitpunkt das Video betrachten, recht herzlich begrüßen. Namens des Club of Rome's Austrian Chapter. Mein Name ist Hannes Rode, ich bin Präsident dieses Austrian Chapters des Club of Rome. Es ist also eine Fortsetzung von vielen Aktivitäten, die wir gesetzt haben, aber vielleicht auch ein bisschen ein Neubeginn, weil wir nicht nur personell, das werden wir dann noch sehen, sondern auch inhaltlich versuchen, uns noch mehr ins Zeug zu legen angesichts der schwierigen Aufgaben, die vor uns stehen. Zuerst möchte ich aber das Wort an Direktor Steiner geben. Direktor Thomas Steiner ist Direktor hier in der Nationalbank. Er ist immer auch sehr entgegenkommend, wenn es darum geht, dass wir auch Veranstaltungen hier machen können, auch wenn uns Covid natürlich uns beiden einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber ich möchte mich schon jetzt sehr herzlich bedanken für die Gastfreundschaft, die wir wieder einmal genießen dürfen. Und ich darf Sie bitten, ein paar Einleitungsworte zu sagen. Bitte sehr, Herr Direktor Dr. Steiner. Danke, Herr Präsident. Ja, ich darf Sie ganz herzlich für die Örtlichkeit da willkommen heißen in der Österreichischen Nationalbank im Kassensaal. Es ist schön, dass einige Menschen hierher gefunden haben. Wir haben ja heute hier in der Bank den ersten Tag, wo quasi das New Normal wieder beginnt. Bis jetzt waren wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice und daher hat es auch wenige Veranstaltungen gegeben. Und es ist schön, dass Sie gleich dann am ersten Tag hier mit einer Veranstaltung starten und wir der Gastgeber, der örtliche Gastgeber, dafür sein können. Es ist schon einiges auch passiert in den letzten Jahren, wenn man sich das ansieht, eine Begrüßung wie diese in einem virtuellen Format, das ist, Menschen sehen online zu, Menschen sind da, Menschen sehen auch es danach dann auf der Website, das wäre wahrscheinlich vor 3 Jahren etwas seltsam uns allen vorgekommen. Inzwischen ist das, glaube ich, die neue Normalität geworden und so eine Vision, die muss man haben und die muss man auch leben. Da kann es sein, dass ein kleines Virus Wahnsinniges bewegt, manches zum Schlechten, aber vielleicht auch, und Stichwort Digitalisierung ist hier wichtig, natürlich auch ein Stück weit Freiheit schafft oder Möglichkeiten uns allen eröffnet. Diese Möglichkeiten und diese Wege, die müssen diskutiert werden, die müssen auch kritisch hinterfragt werden und ich glaube, dass der 50. Geburtstag oder der Anlass hier des Berichtes des Club of Rome's Grenzen des Wachstums ein guter Anlass sind, diese Fragen auch zu diskutieren und wir freuen uns, wenn wir hier auch die Örtlichkeit zur Verfügung stellen können, wenn wir aber auch an der einen oder anderen Stelle Teile, Beiträge liefern können zur Debatte und zur Diskussion, wenn wir Experten hier in der Nationalbank haben, die auch an dieser Diskussion aktiv teilnehmen können. Ich glaube, es gibt viele Fragen. Wir freuen uns sehr auf die Diskussionen und auf die Vorträge und ich will Sie nicht länger aufhalten. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie den Weg in die Nationalbank gefunden haben, ob virtuell oder physisch. Ich wünsche uns allen hochspannende Diskussionen und neue Erkenntnisse. Vielen Dank. Ja, nochmals herzlichen Dank und schöne Grüße auch an die Kolleginnen und Kollegen im Hause. Wir sind sehr froh, dass wir wieder bei Ihnen sein dürfen. Jemand, der ja, über viele Jahre hindurch immer mit den Zielen und Zielsetzungen und Ideen des Club of Rome verbunden war, ist unser Herr Bundespräsident. Er konnte leider nicht persönlich kommen, aber wir sehen jetzt eine Videobotschaft des Herrn Bundespräsidenten. Bitte sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Club of Rome Austrian Chapter. 1972 warnte der Bericht Die Grenzen des Wachstums, herausgegeben vom Club of Rome, so kann es nicht ewig weitergehen. Heute, 50 Jahre später, beschäftigen wir uns immer noch intensiv damit, dass unser Planet immer mehr an seine Grenzen stößt, was Ressourcenverbrauch oder Bevölkerungswachstum betrifft. Alles dem Wachstum in die Schuhe zu schieben, würde natürlich etwas zu kurz greifen. Es gibt ja auch Wachstum in Bereichen, in denen wir uns es wünschen, wie erneuerbare Energien oder in der Gesundheitsversorgung. Daher stellt sich der Club of Rome lieber die Fragen, wie wollen wir leben und wie kommen wir dahin? Wo wollen wir wachsen und wo nicht? Und welche Hürden gilt es zu überwinden? Der Club of Rome engagiert sich seit jeher stark dafür,
dass diese Fragen gehört und diskutiert werden. Seine Projekte umspannen fast alles von Biodiversität bis hin zu Plastikvermüllung, von Demokratie über Digitalisierung bis hin zur Energiewende. In diesem breiten Themenkomplex ist der Club of Rome Austrian Chapter stets eine laute Stimme für Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit und andere Zukunftsthemen. Er ist damit mehr als ein hochkompetenter Zusammenschluss von Expertinnen und Experten verschiedenster Disziplinen. Er ist Hoffnungsschimmer und Mutmacher. Und Mut und Hoffnung, gerade das brauchen wir dringend. Liebe Mitglieder des Club of Rome Austrian Chapter, ich danke Ihnen von Herzen für Ihr unersetzbares Engagement. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg in Ihren Vorhaben und alles, alles Gute zum Jubiläumsjahr und eine schöne Feier. Ja, wir werden uns auch beim Herrn Bundespräsidenten noch einmal bedanken für diese Wünsche. Ja, ist es eine Feier oder ist es keine Feier? Es ist eine Feier, aber natürlich immer auch mit ein bisschen Wehmut oder Skepsis oder vor allem aber auch mit dem Willen, unser Engagement, das der Herr Bundespräsident gesprochen hat, natürlich fortzusetzen. Bevor ich jetzt meine einleitenden Worte sage, und natürlich kann ich nicht alle Themen behandeln, es wird ja in den Diskussionen sein und bei so prominenten Expertinnen und Experten, wie vor allem auch bei Professor Weizsäcker, ist es fast ein bisschen, gehört es Mut dazu, da zu dem Thema etwas zu sagen. Aus meiner Sicht möchte ich noch darauf hinweisen, vor allem an diejenigen, die online uns verfolgen, dass über WebEx, glaube ich, können Sie Fragen stellen, sodass da auch eine gewisse Kommunikation entstehen kann. Ja, es ist 50 Jahre her, dass dieses bahnbrechende Werk über die Grenzen des Wachstums erschienen ist. Es hat viele Kontroversen gegeben, viele Einladungen. Ich habe gerade heute in der Frankfurter Allgemeinen gelesen, dass am morgigen Tag sind es 50 Jahre, dass der damalige deutsche Bundespräsident die Vertreter des Club of Rome eingeladen hat oder der Autoren und Autorinnen eingeladen hat, um darüber zu diskutieren. Und dennoch, glaube ich, stehen wir heute vor einer Situation, wo wir uns wünschen würden, mehr Menschen, mehr aus der Politik, aus der Wirtschaft etc. hätten ernst genommen das, was damals zum Ausdruck gekommen ist. Es ist eine starke Debatte angeschnitten worden. Es hat, wie gesagt, Kontroversen gegeben. Aber wie ein Kommentar in der NZZ vor kurzem festgestellt hat, diese Gedanken des Club of Rome und des Berichtes haben Spuren in Lebensläufen hinterlassen. Sie haben sich in Köpfen festgesetzt und in die Politik ausgegriffen. Auf jeder Ebene, vom gesamten Planeten bis in die eigenen Gärten, haben die Grenzen des Wachstums Geschichte geschrieben. Zitat Ende. Dabei muss man von vornherein auch festhalten, es ging ja nicht darum, den Autorinnen und Autoren zu sagen, wie es sein wird, unbedingt. Und es war ja auch die Idee, dass es nicht so sein sollte, wie es vielleicht in manchen Szenarien angeklungen ist. Und daher sagt auch dieser heutige Bericht in der Frankfurter Allgemeine, es war eher eine Warnungsprognose, also ein Hinweis, was sein kann und was vielleicht zu verhindern ist. Die Debatte, die dem Buch Grenzen des Wachstums gefolgt ist, weitergegangen auch in Richtung dessen, was Krutzen und Strömer als Anthropozän bezeichnet haben, nämlich eine neue Phase in der Geschichte der Menschheit, die zusammenhängt natürlich mit dem starken Bevölkerungswachstum seit Mitte des 18. Jahrhunderts und natürlich auch mit einer expansiven Verbrennung von Kohlenwasserstoff. Und das hat dazu geführt, dass das, was vorher als unbeeinflussbar gegolten hat, die Natur, in Wirklichkeit eben sehr stark auch vom Menschen beeinflusst worden ist. Wenn wir bedenken, dass im Jahr 1750 die Weltbevölkerung 0,8 Milliarden Menschen umfasste und heute 8 Milliarden, dass natürlich die Verbrennung von Kohlenwasserstoff zur Energiegewinnung explodiert ist, dann kann man sich natürlich vorstellen, was dieses Wachstum vom Menschen, dieses Wachstum der Bevölkerung, das Wachstum von Verbrennung von Kohlenwasserstoff an der Natur, an der, unserer Welt, wie wir sie heute sehen, verändert hat. Ich rede gar nicht von natürlich Veränderungen in der Industrie, Veränderungen in der Landwirtschaft, die Zunahme, eine extreme Zunahme der Viehpopulation etc.
Und diese beiden Autoren haben dann geschlussfolgert, ich zitiere, die Entwicklung einer weltweiten Strategie zur Erreichung eines nachhaltigen Ökosystems wird eine der großen zukünftigen Aufgaben der Menschheit sein. Oder, um kurz in die Politik abzuschweifen, wie es der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky einmal gesagt hat, ganz simpel, früher hat der Mensch gegen die Natur gekämpft, jetzt muss er gegen das kämpfen, was er der Natur angetan hat. Natürlich, heutzutage reden wir in viel stärkerem Ausmaß von den Klimaveränderungen, die uns große Sorgen machen. Ob man jetzt diese Klimaveränderungen, wie Dennis Meadows es selber sagt, eher als Phänomen darstellt, als Symptom darstellt oder eher als selbstständiges Phänomen, ist jetzt eine zweite Sache. Sicherlich ist aber die Klimaveränderung, die wir heute viel stärker noch in unserem Blickpunkt haben, etwas, was aufbaut oder was sozusagen im Zusammenhang zu sehen ist mit den Grenzen des Wachstums. Und natürlich ist damit auch die Energiefrage viel stärker in den Mittelpunkt gerückt. Drastisch und dramatisch ist die Energiefrage für viele Menschen leider erst geworden, als dieser furchtbare Krieg in der Ukraine begonnen hat. Dieser Krieg, der durch nichts zu rechtfertigen ist, also diese Invasion durch Russland, hat uns vor Augen geführt, dass Energiesicherheit nicht etwas ist, was wir für gegeben betrachten können, sondern dass wir uns neu überlegen müssen, wie wir zu einer nachhaltigen Energiesicherheit kommen können. In dem Zusammenhang möchte ich schon erwähnen, dass natürlich die Idee dieser wirtschaftlichen und auch Verknüpfung mit Russland, auch hinsichtlich Gas- und Ölversorgung, ja nicht eine bloße Nachlässigkeit oder böser Wille war. Es war so die Idee dahinter, durch wirtschaftliche Verknüpfung können wir den Frieden in Europa garantieren und vielleicht sogar stärken, indem wir eben sagen, und wirtschaftliche Verknüpfung führt dazu, dass Länder, die diese Verknüpfung haben, nicht gegeneinander Krieg führen, sondern eben versuchen, eine friedliche Lösung herbeizuführen. Und wenn wir schauen, die KSC-Konferenz in Helsinki, woraus ja dann die OSZE entstanden ist, die in Wien beheimatet ist, der Zusammenbruch der Sowjetunion, des Warschauer Paktes, das neue Europa, das durch die Erweiterung entstanden ist, kann man natürlich auch zurückführen auf diese Politik der wirtschaftlichen Verknüpfung. Aber leider, wenn es um Öl und Gas geht, hat diese wirtschaftliche Verknüpfung dazu geführt, dass Russland nicht das Geld, das sie eingenommen hat, in eine Modernisierung der Wirtschaft und der Gesellschaft, in eine Dekarbonisierung geführt hat, sondern leider ist das zur Stärkung oligarchischer Strukturen verwendet worden und letztendlich zur Stärkung von Macht und Machtbewusstsein und Machtwillen, was eben dann dort geführt hat, dass in einer revanchistischen Politik es jetzt zu diesem Krieg gekommen ist. Nun bleibt oder blieb dem Westen und damit auch Österreich in dieser, innerhalb der Europäischen Union, wenn man nicht selbst Krieg führen wird, nichts anderes übrig, neben Waffenlieferungen Russland zu isolieren. Und uns bleibt nichts anderes übrig, und das ist vielleicht sozusagen, wenn man will, die positive Seite, dass wir ernst machen mit der Energiewende, ernst machen mit der Diversifizierung der Versorgung mit Öl und Gas, mit dem Ausbau alternativer und nachhaltiger Energieformen und natürlich auch mit Energiesparen. Jetzt geht es sicherlich darum, dass neue Energiequellen, neue Energieversorgungsquellen aufgefunden werden und die Europäische Union, inklusive Österreich, sucht im Südkaukasus, in Zentralasien, im Nahen Osten, in Nordafrika, diese neuen Quellen zu erschließen. Aber Sie dürfen nicht darauf hinwegtauschen, dass es nicht darum geht, nur die russischen Quellen zu ersetzen durch andere, sondern dass es wirklich zur Energiewende kommen muss. Und manches, was jetzt geschieht, ist unter Umweltgesichtspunkten nicht optimal, um es einmal geringfügig zu sagen, wenn ich daran denke, an die Förderung des Frackings, tatsächlich, wenn ich an die Energiebeziehungen aus den USA daran denke, oder auch die neue Renaissance, die Kernenergie in manchen Ländern auch erfahren wird. Also wir müssen immer wieder daran denken, dass das immer nur Übergangslösungen sein können und dass damit die Energiewende nicht verdrängt werden kann.
Nun, die Europäische Union hat schon seit längerer Zeit klar gemacht, dass die Energiewende kommen muss, dass wir nicht so fortfahren können, wie wir es bisher getan haben. Der Green Deal, insbesondere der dann im Jahr 2020 beschlossen worden ist, geht in diese Richtung. Und unmittelbar nach der Krise in Russland hat die Kommission der Europäischen Union das Repower EU Programm vorgestellt, wo es darum geht, den Gasverbrauch erstens einmal zu senken, insbesondere auch durch eine Steigerung der Energiedefizienz, dass es sicherlich darum geht, eine Diversifizierungsstrategie zu entwickeln, dass wir zu anderen Quellen kommen, was aber nicht immer so leicht wird. Gerade jetzt ist wieder ein Streit zwischen Marokko und Algerien entstanden hinsichtlich Gaslieferungen, die dadurch entstehen könnten, dass über eine neue Gasleitung von Spanien nach Marokko algerisches Gas geliefert werden könnte. Man kann sehen, wie verrückt die Welt ist, dass zwei Länder denn nebeneinander Gas- und Ölversorgung indirekt machen könnten, verhindern wollen, dass überhaupt Gas aus dem Nachbarland über Spanien zurück nach Marokko kommt, nach Afrika zurückkommt. Und natürlich die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien und die rasche Beseitigung von Infrastrukturengpässen ist im Ziel der Europäischen Union. Nun, auch in Österreich haben wir entsprechende Programme seitens schon des Ministeriums und der Regierung gehabt, und es hat jetzt die Energieagentur im Auftrag des Ministeriums ein neues Programm vorgelegt, wie wir russisches Gas bis zum Jahr 2027 ersetzen können. Es geht also, wie gesagt, den Gasverbrauch zu senken, um etwa ein Viertel bis dahin, andere Versorger zu finden, den Gasimport eben zu verdreifachen, und vor allem wird auf grünen Wasserstoff gesetzt. Das ist alles sehr schön, das sind Zielsetzungen. Wenn man aber schaut, was tatsächlich passiert, dann sieht man, dass europaweit, aber auch in Österreich, die Umsetzung dieser Zielsetzungen stockt. Wenn man sich anschaut, was alles an Solarpendel gebaut werden soll, was an Windrädern gebaut werden soll, so sind wir weit von dem entfernt, dass wir es umsetzen. Da gibt es Genehmigungsverfahren, da gibt es Widerstände, die man durchaus auch im Einzelnen nachverfolgen kann. Aber letztendlich führt es dazu, dass wir mit dieser Umsetzung nicht so weit kommen, wie es sein soll. Zum Teil gibt es Widerspruch zwischen Klimapolitik auf der einen Seite und Naturschutz auf der anderen Seite. Es gibt, wie gesagt, auch schwierige Verfahren, Widerstände, Bürgerinitiativen etc. Es sind schmerzhafte Kompromisse. Ich will jetzt gar nicht darüber hinwegtäuschen, dass das alles so einfach ist. Aber wir müssen unsere Arbeit beschleunigen, damit, wenn wir unsere Ziele auch entsprechend erreichen wollen. Das nächste Problem sind die technologischen Fragen. Wir wissen alle, dass wir mehr Batterien, gerade auch für die Elektromobilität oder für die nachhaltige Mobilität brauchen. Hier gibt es Auseinandersetzungen auch zwischen verschiedenen großen Unternehmungen, was die Autoindustrie, Lkw-Industrie betrifft. Die einen, die setzen auf die Batterietechnologien, die Graphit, Kupfer, Nickel, Mangan, vor allem Lithium und Kobalt verwenden. Andere, die wieder in Richtung Feststoffbatterien gehen. Andere wieder, die dann von vornherein sagen, die Wasserstofftechnologie ist eigentlich das Zukunftsträchtige, weil hier unter der Voraussetzung, dass der Wasserstoff, dass es ein grüner Wasserstoff ist, dass er entsprechend erzeugt wird. All das muss jetzt auf der europäischen Ebene gelöst werden. Wir können das nicht allein auf der nationalen Ebene tun, das wäre widersinnig, sondern wir müssen das tun. Wir müssen unsere technologischen Anstrengungen in dieser Richtung entsprechend verstärken. Unter anderem auch dadurch, dass wir zum Beispiel neue Verknüpfungen mit Nordafrika schaffen, wie wir das auch bei einer Tagung kürzlich des Club of Homes diskutiert haben, wo Wasserstoff durch die Solarenergie erzeugt werden könnte und dann entsprechend auch importiert werden kann. Das sind alles offene Fragen mit den verschiedenen Vor- und Nachteilen. Was wir brauchen, sind sicherlich verstärkte Forschungsanstrengungen, sind sicher ein integrierter Gas- und Wasserstoffmarkt in Europa, Wasserstoffspeicher und geeignete Hafeninfrastrukturen, um diesen Weg in Richtung der Energiewende zu erzeugen. Was wir brauchen, ist sicherlich eine verstärkte Speicherkapazität, damit die diskontinuierlich anfallenden Energien durch Solar, durch Wind auch entsprechend kontinuierlich an die Verbraucher in der Industrie und auch privat geliefert werden können.
Was wir aber auch brauchen, was wir sehen, was wir zu wenig haben, sind auch Fachkräfte. Fachkräfte, die das alles bewerkstelligen können. Von der Forschung und Entwicklung auch bis zum Anbringen der verschiedenen Technologien und Anwendung der verschiedenen Technologien, Reparaturen etc. Also auch das ist ein Bedarf, den wir entsprechend unterstützen müssen und wo wir uns Sorgen machen müssen und rechtzeitig Maßnahmen ergreifen müssen. Ich möchte aber noch auf ein grundsätzliches Problem hinweisen, das ist die Verteilungsproblematik. Wir alle haben gesehen, dass in den letzten Wochen durch die gestiegenen Energiepreise eine gewisse Unruhe entsteht, wie wir mit diesen gestiegenen Energiepreisen umgehen sollen. Sicherlich ist das Einfachste, Steuern zu streichen, um die Preise zu senken, wenn die Senkungen auch weitergegeben werden. Aber wir wissen auf der anderen Seite, dass eine Senkung der Energiepreise nicht das Mittel ist, das aus ökologischer Sicht richtig und zu verfolgen ist. Und wir haben ja sogar die Überlegungen im Zusammenhang, oder nicht nur die Überlegungen, auch die Maßnahmen mit im Zusammenhang von CO2-Steuern, um bewusst das Energiesparen zu fördern und wegzukommen von zu einem großen Verbrauch von Energie, insbesondere von jenen Energien, die eben nicht nachhaltig erzeugt wird. Aber dennoch müssen wir uns überlegen, wie wir gezielte Maßnahmen setzen können. Es ist nicht immer so leicht, treffsichere Maßnahmen zu setzen, um die sozial Schwächeren in unserer Gesellschaft abzusichern, sonst wird der Widerstand gegen die Energiewende umso größer werden. Und es geht natürlich auch um die Industrie, denn auch die Industrie braucht für die Wettbewerbsfähigkeit auch einen wettbewerbsfähigen Strom oder eine wettbewerbsfähige Energieversorgung. Nun, ein großes Problem, das auf uns jedenfalls zukommt, ist natürlich der Zusammenhang, wie schnell sollen wir uns abkoppeln von russischem Gas? Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Einige, die meinen, wir können das nicht so schnell tun, wie das vielleicht idealerweise wäre. Viele Berechnungen würde ich selber auch bezweifeln. Und viele Berechnungen oder die meisten Berechnungen gehen nicht davon aus, dass es zusätzliche Arbeitslosigkeit gibt, zusätzliche Einkommensverluste gibt, was erst wieder auch die sozial Schwächeren betreffen würde. Vielleicht zynisch könnte man sagen, wird uns Putin von dieser sozusagen Problematik erlösen, unter Anführungszeichen, wenn er selbst die Gasversorgung kürzt. Aber jedenfalls ist das natürlich eine ernstzunehmende Problematik im Zusammenhang mit unserem Thema, wo es ja beides gilt, sowohl die Energiewende zu fördern, als auch zu versuchen, diesen furchtbaren Krieg zu beenden. Ich habe von der Verteilungsfrage gesprochen, aber dann möchte ich auch darauf hinweisen, dass es nicht nur darum geht, innerhalb der Europäischen Union, innerhalb unseres eigenen Landes diese Verteilungsfrage zu thematisieren, sondern dass das natürlich eine globale Frage ist. Wenn wir heute sehen, sind viele Länder oder die ärmsten Länder natürlich meistens betroffen von den Energiepreiserhöhungen, aber inzwischen auch von exorbitanten Erhöhungen der Lebensmittelpreise. Insbesondere natürlich Getreide, aber auch Sonnenblumenöl etc. Wir müssen bedenken, dass zum Beispiel, um nur zwei Beispiele zu nennen, das Land Libyen 44% des Weizens, den das Land verbraucht, für die eigene Versorgung aus der Ukraine kam bisher. Und Indien hat 70% oder 77% des Verbrauchs an Speiseöl, also insbesondere an Sonnenblumenkernöl, aus der Ukraine importiert. Und ähnlich ist es auch in der Türkei. Das sind natürlich massive Veränderungen, wo es einerseits darum geht, dass dann vielleicht die Versorgungssicherheit im ganz banalsten Sinn nicht gewährleistet ist und andererseits natürlich auch geht, dass entsprechende Preise auch zu entsprechender Armut führt. Und Berechnungen der internationalen Organisationen haben gezeigt, dass die Erhöhung der Lebensmittelpreise um 1% die Zahl der Armen auf dieser Welt jeweils um 10 Millionen erhöht. Also wenn wir eine Erhöhung haben um 5% und wir haben zum Teil viel höhere Erhöhungen, würde das heißen 50 Millionen mehr Arme auf dieser Welt. Das trifft natürlich vor allem auch die Länder, die dann versuchen wollen, diese Preiserhöhungen abzustützen für die eigene Bevölkerung. Das sind aber meistens die Länder, die ohne dies hochverschuldet sind. Und wenn wir wissen, dass in diesen Ländern zum Teil das 3- bis 4-fache an Zinssätzen zu zahlen ist, um Kredite aufzunehmen, so führt das zu einer katastrophalen Verfolge. Hinzu kommt noch der Fakt, dass der Krieg in der Ukraine dazu führen wird, dass mehr in die Rüstung ausgegeben wird.
nicht ganz unverständlich manchmal, aber ich fürchte nur, dass viel Verdopplung und viel Unnützes da geschehen wird, wenn jenes Land versucht, in einem Art Wettbewerb sich aufzurüsten und natürlich die Rüstungsfirmen entsprechend auch aufzeigen und dann gleich vorschlagen, was man alles tun könnte und noch mehr tun könnte. Und das wird unsere Budgets belasten. Unser Budget ist in Europa natürlich enorm belasten und die Mittel für die Armutsbekämpfung reduzieren. Was wir also haben, ist, dass wir auf der einen Seite eine erhöhte Armut haben, insbesondere durch die Erhöhung der Energiepreise und durch die Erhöhung der Lebensmittelpreise und auf der anderen Seite sicherlich auf dieser Welt weniger Mittel haben, die in die Armutsbekämpfung gehen oder gehen können. Und statt dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich schließt, wird sie noch größer werden. Nicht alle Länder, das muss man zugeben, werden durch die Umlenkung von Öl und Gas in Richtung Energiewende, E-Mobilität etc. leiden. Manche werden gewinnen, vor allem jene Länder, die stark in Richtung von seltenen Metallen und seltenen Erden und Metallen, die gebraucht werden für die E-Mobilität, versorgt sind. Das sind zum Teil reiche Länder wie Australien, zum Teil mittelreiche Länder wie China und zum Teil arme Länder wie Kongo, wenn ich an die großen Kobaltreserven im Kongo denke. Wenn wir das aber betrachten, dann heißt das nicht, dass arme Länder, die gut versorgt sind mit diesen seltenen Erden oder mit diesen Metallen, auch wirklich die Bevölkerung davon gewinnt. Wir sehen gerade in Afrika, wie vielfach die Bevölkerung, weder dort, wo es um Erdöl und Erdgas ist, denken wir an Nigerien, noch dort, wo es um Kobalt und ähnliche Dinge geht, wie wir im Kongo denken, dass die Bevölkerung davon gewinnt. Nein, im Gegenteil, oft sind es die Bevölkerung, die ausgebeutet wird, und einige wenige Oligarchen, die im Land sind oder außerhalb des Landes, die gewinnen. Nun heißt es sicherlich, dass man vermehrt diese Metalle auch in Europa gewinnen kann, aber wir wissen auf der anderen Seite, unter anderem, weil diese Methoden, die dabei benutzt werden, nicht gerade sehr umweltfreundlich sind, dass wir Widerstand haben. Wenn wir denken an Serbien auf der einen Seite oder wir denken an Portugal auf der anderen Seite, was die Lithiumgewinnung betrifft, gibt es dort enormen Widerstand dagegen. Aber auf der anderen Seite wird es nicht möglich sein, ohne diese Metalle entsprechend in die E-Mobilität mehr hineinzugehen. Jedenfalls als Zwischenresultat, was wir brauchen, ist sicherlich die Energiesicherheit, und aber eben gleichzeitig auch die Lebensmittelsicherheit, die wir im Auge halten müssen, wenn wir eine gerechtere Welt schaffen sollen. Wenn ich von den seltenen Metallen und von seltenen Erden etc. gesprochen habe und von den Metallen, die wichtig sind für die Energiewende, da geht es natürlich auch darum, dass wir versuchen, die Kreislaufwirtschaft zu fördern, die uns ein bisschen davon erlöst, von dieser Frage, wie kommen wir zu den entsprechenden Produkten. Es gibt einige Vorschläge, die auch meinen, dass man in Europa eine Art Rohstoffagentur schaffen sollte, die sich genau kümmern kann, wie in Europa diese Metalle und seltenen Erden, wie Europa damit versorgt werden kann und wo es aus Europa selbst, wie schon erwähnt, entsprechende Ressourcen gibt. Was aber wichtig ist, dass wir in Richtung Wiedergewinnung und Recycling gehen. Ich habe gerade heute eine Studie gelesen, dass nach konservativen Schätzungen etwa 20% des Verbrauchs, ob es jetzt um Kupfer, um Kobalt oder auch um Nickel geht, wir wissen gerade, Russland ist ein großer Versorger, was Nickel betrifft, dass etwa 20% dieser Stoffe des Verbrauchs von 2030 durch Recycling gewonnen werden kann. Und das heißt nicht, dass wir alles sozusagen gewinnen können, aber immerhin so in etwa ein Viertel könnte gewonnen werden durch Recycling. Und das heißt, dass wir in Richtung einer Kreislaufwirtschaft gehen müssen. Ich will jetzt nicht an alle Details der Kreislaufwirtschaft gehen. Wir wissen genau, dass wir auch, und das vor kurzem auch in Brüssel beim Besuch vom Architekturzentrum gesehen, wie man über Urban Mining, gibt es aber auch in Wien, dazu gehen kann, dass bei Abbruchhäusern Material gewonnen werden kann. Es gibt kürzlich Vorschläge auch, was Kleidung und Stoffe betrifft, wie wir in der Richtung gehen können. Und ich weiß, dass den Medien das manchmal kritisiert wird, der hat dann die Uhr nichts anderes übrig, als vorzuschreiben.
wie beim Bauen und bei der Erzeugung von Kleidern bereits auf Recycling und auf die Kreislaufwirtschaft Rücksicht genommen werden kann. Ich glaube aber trotzdem, dass es richtig und wichtig ist, das entsprechend zu tun. Allein mit Anreizen wird es manchmal nicht gehen. Manchmal braucht es auch eben Geh- oder Verbote. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass es natürlich eine schwierige Aufgabe ist, dass wir wirtschaftlich, und wir sind ja hier in einem Zentrum der Wirtschaftspolitik und der wirtschaftlichen Aktivitäten, wenn ich an die Nationalbank denke, schwierig sein wird, alles auf einen Nenner zu bringen. Dass wir einerseits Mehrausgaben haben, zum Beispiel was das Militär betrifft. Dass wir in Europa Mehrausgaben haben werden, allein was den Wiederaufbau der Ukraine betrifft. Das sind Riesensummen. Und das kann die Ukraine allein nicht machen. Wir wissen noch nicht, wie die Ukraine ausschaut, wenn wir überhaupt dazu kommen zum Wiederaufbau. Wir wissen auch heute nicht, ob nicht Moldawien genauso mit betroffen sein wird und vielleicht noch andere Länder, Georgien. Also das ist schön und gut. Wir haben sicherlich recht, wenn wir das von Russland verlangen, als demjenigen, der das zerstört hat. Aber das Recht ist die eine Seite. Aber das, was wir konkret tun müssen, ist das andere. Und die Versorgung mit Flüchtlingen rede ich jetzt gar nicht. Das wird gar nicht so eine große Summe sein, wenn ich das im Vergleich setze zu dem Wiederaufbau in der Ukraine. Und wenn ich daran denke, wie wir sozial absichern müssen, die Energiewende, dann werden das Riesensummen sein. Und es ist heute noch nicht möglich abzuschätzen, wie uns das gelingen kann. Ich darf nur Mike Davis zitieren, der in einer Aussage das ziemlich klar auf den Punkt gebracht hat, wenn er sagt, niemand, absolut niemand hat eine Ahnung, wie ein Planet von Slums in einer wachsenden Lebensmittel- und Energiekrise sein biologisches Überleben sichern kann und vor allem das unvermeidliche Bestreben nach grundsätzlichem Glück und Würde erfüllen wird können. Das ist die große Aufgabe, die vor uns steht. Und ich sage noch einmal, internationale Agenturen gehen davon aus, dass etwa 70% der Ausgaben, die wir ausgeben müssen für die Energiewende, eigentlich in den aufstrebenden und in den Entwicklungsländern ausgeben müssen. Wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, wenn wir eine nachhaltige globale Entwicklung herbeiführen wollen. Und wenn ich daran denke, wie wenig in Glasgow in dem Zusammenhang passiert ist, einiges Positives, ja. Zum Beispiel die Vereinbarung mit Südafrika zur Unterstützung des Kohleausstiegs. Aber das ist ein Fall. Ein wichtiger Fall, ein wichtiges Beispiel. Wir brauchen aber viele solcher Beispiele, wie die entwickelte Welt diesen Ländern, die in viel stärkerem Ausmaß auf Kohle, Öl und Gas gesetzt haben, wie sie diese Energiewende schaffen können. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch die entsprechenden Mittel für uns selbst. Und ich möchte noch sagen, das ist nicht im Gegensatz zu dem, was wir in Österreich tun müssen. Österreich muss Teil dieser globalen Entwicklung sein, aber wenn ich den Direktor der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, noch zitieren darf, der gemeint hat, wollen Sie wissen, was mich um meinen Schlaf bringt? Es sind die weltweiten Emissionen. Ob in Zürich, Jakarta und Detroit, die Atmosphäre bleibt gleich. Es ist insgesamt für die Emissionsbilanz egal, wenn Europa seine Klimaziele erreicht. Eine problematische Aussage. Die EU, die für ungefähr 8% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, kann das alleine nicht beeinflussen. Es ist also ein Rennen, aber eins, bei dem alle, auch Europa, auch Österreich, am Ziel ankommen müssen. Sie müssen sich vorstellen, in Schwellenländern werden innerhalb der nächsten 20 Jahre rund 90% aller Emissionen verursacht werden. Aber natürlich können wir nicht von schnellen Schwellenländern verlangen, dass die Energiewende passiert, wenn wir das selbst nicht im eigenen Haus tun. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir natürlich hier auch auf Österreich schauen. Können wir optimistisch sein? Ich möchte noch einmal Dennis Meadows zitieren, der im Vorwort zur sechsten Auflage des Werkes Die Grenzen des Wachstums nicht sehr optimistisch war. Er meinte, ich zitiere, in den letzten beiden Jahrzehnten haben folgenschwere Veränderungen stattgefunden und doch ist seit 2004 nichts geschehen, was eine Anpassung des Vorworts erfordern würde, das Jürgen Randers und ich damals geschrieben haben. Und weiters meinte er, ich zitiere, die letzten Jahrzehnte haben eine Erschöpfung der natürlichen Ressourcen der Erde erlebt, genau wie wir es vorher ausgesagt haben. Auch die sozialen Ressourcen verknappen. Gleichzeitig konnten wir
wachsende Ungleichheit beobachten, ansteigenden Autoritarismus, schwindendes Vertrauen in die Wissenschaft, ihre Aufgabe der Bewertung und Überwachung von Politiken nachzukommen. Also, ich zitiere das nicht, weil ich der Meinung bin, dass wir jetzt die Flinte ins Korn werfen sollen. Das ist sicherlich auch nicht die Idee und die Aussage, die Dennis Menos treffen möchte, die wir gleich hören werden. Aber es genügt nicht, die richtigen Forderungen aufzustellen. Wir müssen wirklich danach trachten, dass wir sie auch umsetzen können. Dazu brauchen wir natürlich auch das Engagement der Wirtschaft. Es gibt eine andere Berechnung, die sagt, dass immerhin die 100 größten globalen Unternehmungen 71% der Treibhausgase in die Luft emittieren. Wem es auch sei, die Wirtschaft ist gefordert und daher haben wir auch gerade vom Klapper Forum immer uns überlegt, wie wir die Wirtschaft mit einbeziehen können, denn das ist ganz wichtig, dass sie hier mitmacht und natürlich auch gleichzeitig das sogenannte demokratische Defizit, also die Frage, wie wir die sozialen Schwachen mit einbeziehen können, ganz wichtig ist. Jedenfalls, und damit komme ich zum Ende, möchte ich ganz klar und deutlich sagen, dass aus Sicht der Klimapolitik eben eine umfassende Transformationsstrategie notwendig ist. Eine umfassende Transformationsstrategie der gesamten Gesellschaft und damit auch unseres Verhaltens. Ich habe in den letzten Tagen aus einem anderen Grund bei Albert Camus, bei diesem Philosoph und Schriftsteller, nachgelesen und mehrere interessante Zitate gefunden. Möchte nur eines bringen, weil es so passt aus meiner Sicht. Er sagt: Jede Generation sieht wohl ihre Aufgabe darin, die Welt neu zu erbauen. Meine Generation, das hat er schon in den 40er Jahren gesagt, weiß, dass sie es nicht neu erbauen wird. Aber vielleicht fällt ihr eine noch größere Aufgabe zu. Sie besteht darin, den Zerfall der Welt zu verhindern. Den Zerfall der Welt zu verhindern. Ganz aktuell, wie gesagt, das ist das Thema auch heute gewesen, oder ist das Thema, erleben wir den Zerfall der Friedensordnung in Europa? Die große Frage ist es, ob es uns gelingt, eine neue Friedensordnung wiederherzustellen, durch eine bewusste Politik auch in Richtung der Nachhaltigkeit zu gehen, um beides zu verhindern, sowohl den Zerfall der Welt als auch den Zerfall den Zerfall des Friedens, der Friedensordnung in Europa. Denn das schmerzt uns natürlich auch genauso. Oder wie es Bruno Latour gemeint hat, dass es uns gelingen müsste, Demokratie und Frieden durch die Ökologie zu sichern. Demokratie und Frieden durch die Ökologie zu sichern, das ist eigentlich das, was unsere Aufgabe heutzutage ist, für den Klapper Forum international, aber natürlich auch für den Klapper Forum des Austrian Chapter. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich freue mich, dass auch viele zuschauen und mit uns diesen Weg gemeinsam gehen werden. Ich freue mich, dass wir mit neuen Kräften das tun können. Ja, es ist eine wichtige Aufgabe und ich bin auch überzeugt, dass bei aller Skepsis es gelingen wird, weil es uns gelingen muss, den Zerfall dieser Welt zu verhindern. Und in dem Sinn danke ich vor allem auch für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld. Dankeschön. Bis dann. Gut. Und weil es auch so gut passt und wir noch ein bisschen auf einen der Diskutanten warten müssen, schauen wir uns jetzt gleich das Video von Dennis Meadows an, der uns das geschickt hat. Ich habe ihn nur kurz zitiert, weil es ist nun doch besser, wir hören ihn gleich direkt und selbst. Bitte sehr. Good evening, ladies and gentlemen. I am Dennis Meadows. Very happy to be with you. Even virtually, for your conversations on this 2nd of May. It reminds me that a little over 16 years ago, I spoke to the Austrian chapter of the Club of Rome. I'll refer back later in this session to some of my comments. Over the last 16 years, you and I and the world have changed, but the limits to growth still says pretty much the same, and it's useful to think about it. That's what I'll do
tonight. I still remember 50 years ago on March 2nd when I stood up before an audience of diplomats and journalists and government people in Washington, D.C., with the members of my team. You see us here at the podium. I'm standing there. On the far right of me is Bill Barons, and then Jorgen Ronders, Aurelio Pache, the founding president of the club, is sitting next to him. And then just to my left, peeking around the podium, you see a bit of Donella. And finally, on the far left, Bill Deedle, who was the president of the organization that published our book, Limits to Growth. I remember being incredibly worried before the presentation, thinking that nothing I had to say was going to be very interesting for the audience. It also seemed so obvious to us. Obviously, growth can't continue in a finite world. Obviously, exponential growth produces surprisingly high numbers very quickly. Well, it wasn't so obvious then, and still 50 years later, we are debating those things. What we did with our study was to create a global computer model that could be used for projecting out future scenarios. It's impossible to predict the future of the human society because people respond to forecasts and do things that you can't predict. So what we did was create a model that traced out history from 1900 up to 1972, and then permitted us to make a number of different experiments. One set of experiments, drastically changing the policies that produced exponential growth in industry and population, produced a set of fairly sustainable futures. I'm showing one of them here. This doesn't solve all problems forever, doesn't eliminate warfare and so forth, but at least provides the basic material standards for supporting our civil society. Well, of course, the policies that we called for in 72 weren't enacted, and as a consequence, the world has traced out a very different future. It chose to continue enjoying the benefits of growth, which it did for another 50 years. But now here we are in 2022, and the same policies, which have been very attractive by and large over the last 50 years, are about to start producing very different consequences. We produced 12 different forecasts without having any clear sense about their relative probability. However, recent studies, for example, one by Graham Turner down at the Commonwealth Science Industrial Research Organization in Canberra in Australia, that's Australia's National Science Center, has concluded after looking at the data that this scenario, so-called standard run, represents fairly well the way the world has progressed, at least up until 2022. Notice in that scenario that food per capita has peaked out, that industrial output per capita has started to go down, pollution is still rising, and population still has a ways to go. These results came from a comparatively simple model. This is the flow diagram of World 3, the model we created. It has about 150 variables in it, representing the population sector, productive capital, that's industry, services, schools, hospitals, and so forth, the agricultural sector, which produces not only food, but useful fibers, persistent pollution, the sorts of toxics which remain in the environment for a long time, and finally the non-renewable resources sector.
Notice it's a very aggregated model. It doesn't differentiate amongst nations. For example, in the resource sector, a serious shortcoming, probably. Non-renewable resources doesn't differentiate between the fossil fuels and others. It's, in a way, looking at the planet through a telescope rather than a microscope. Nonetheless, with 2 years of work in developing and documenting the model, we laid the foundations for three reports. The first, which was released in 1972, is the one you know, Limits to Growth. It was eventually translated into 35 languages, including, of course, German. It wasn't our initial intention to write this book. This book started as an effort to clarify some of the basic concepts that we thought people needed to understand in order to appreciate the serious work that we did. We also published in 1973 a set of papers which had been written by members of the team over the course of the work on specific details of resources and solid waste and so forth. And then finally, 1974, we came out with the Dynamics of Growth in a Finite World, which is a so-called scientific report for our study. This is the one which was actually intended initially by the Club of Rome. But when Aurelio saw Limits, he decided that was the one he wanted to focus on. Notice how time increases both the size and the substance of your work with, however, probably not increasing its attention. The scientific report, which took much longer and is more than three times larger than Limits, I've always said, took me more time to write than probably it took the sum of all people in the world who ever read it. Nonetheless, the basic points of the three books are the same. In 1972, we made three main points. The first one actually was not a result of our work. It was something that we imagined to be the case when we went into the work. Present growth policies, those activities of humanity which increase population and global material consumption, simply can't continue indefinitely on a finite planet. Given that fact, the most likely result is overshoot and collapse, unless changes are made, in which case a more sustainable society still in 1972 seemed to be possible. And we made the obvious point. The sooner you get started making changes, the more likely you are to succeed, and of course, also the richer the array of options you're leaving open for yourself. But now it's not 1972 anymore. It's 50 years later. Although the three conclusions are still in general correct, they have changed slightly and they're focused. Now we would say that present levels of global material consumption cannot continue. It's not that the policies aren't going to be sustainable, but they have brought us to levels which are not sustainable. Now, the most likely result is a sudden decline, but a gradual descent is still possible. I've put in red the words which are changed from my initial conclusions. And of course, the sooner humanity pursues the latter option, the greater the chances of success. I can put this in a slightly different form graphically. In 1972, there was still the possibility to slow down growth, stabilize population, and leave us with a fairly sustainable society. But if we failed to make the changes, we could expect an overshoot and then decline. Those options are now
no longer open to us. Now it's 2022. Here we are. At this point, if we take drastic action, we can achieve a controlled descent. And if we continue to pursue growth, we will get a very different result. In other words, 50 years later, it's been a shift from slow down to get back down. I laid the foundation for this analysis when I met with you back in 2006. On November 8th, one evening, I said to you, A, our conclusions 34 years ago have now been confirmed by many scientists. Of course, you don't need to go to science for it. You can just read the daily newspaper. I said, during the next 10 to 30 years, growth in population, energy, and materials will become negative. That we don't have a choice about that, but we can choose between initiating the transition ourselves or having it imposed upon us. Speaking simplistically, it's a choice between reducing fertility of the population proactively or letting the environment increase the death rate. Either way, there will be more change, I said back in 2006, during the next 25 years than during the entire past century. And I pointed out the degree of change that had occurred in Austria over the last century, from an empire to a neutral democracy, from a rather agricultural society to one which is based on high energy and advanced technology and so forth. Incidentally, it's the nature of exponential growth which to make this statement still true. I can still say today with perfect confidence that over the next 25 years, you will see more changes in Austria, certainly in the globe, than you have experienced during the past century. So we're going to build on the chaos which we currently see. Incidentally, I'm recording this before we have a clear sense about how the war in the Ukraine plays out, but from the perspectives of limits to growth, it doesn't make much difference because that war, although it's a terribly brutal and awful thing, is just one minor example of the kinds of events we're going to experience over the next century as the planet brings our society back down within sustainable levels. The change can be peaceful or violent. And I, back in 2006, said with specific reference to you that the Club of Rome associations have an enormously important role to play this century if they want to work to achieve peaceful change. And as an aside, I said my opinion, they must now rely on each other, not on the International Club. There have been a lot of changes in the International Club. I'm no longer a member. I'm not directly and very recently informed about it, but I believe this is still true. And finally, in 2006, I recommended a set of strategies. The principal one was to use your club as a way of developing what I call an invisible college. This is a group of something like 50 people who work together. They don't all agree with each other on everything, but they are generally aligned around a set of goals, and they work in their daily life to help make them realized. One goal would be to increase the time horizon of the debate. The problem is these days that we're focused on very short-term issues, and it leads to a cycle of escalating chaos. By dealing with problems in a way that ameliorates their short-term consequences, you generally adapt or adopt policies which will not work in the long term,
and as they begin to fail, they create more chaos, which tends to reduce the time horizon even more. The club could work to reverse that. Of course, you need to acknowledge that you know the questions, but not all the answers. In other words, educate, don't dictate. And do look at yourself and maintain high standards. It's crucial that within an invisible college, people trust and respect each other, which means, amongst other things, help your members to become more effective change agents, speaking, writing, debating. If you're really serious in your concerns about the future, the club should become more active in making its members effective. I suggested you create a special identity and strengthen the network of national associations. That's a useful thing to do under any circumstances. Well, now, 14 years later, things have progressed, and I see a new and a somewhat higher level set of priorities. There's been a sort of grim determination to assure that our society keeps going. Books like The End of History reinforce this idea. That's silly, of course. All civilizations rise and fall. The Persians, the Romans, the Inca, the Ming, the Aztecs, Peloponnesian group. There's absolutely no reason to think that the particular kind of Western society we've developed is immune to that cycle. So acknowledge it and work within it. That will mean extending the time horizon and the geographic concern of decision makers. It will mean, and this is extremely important, trying to develop some positive images of a society where the population is getting older and material standards, or at least the use of materials and energy, are declining. These days, there's an instinctive rejection of any idea of decline, when in fact it could be an extremely attractive phase of society. Old people don't create as many crimes as young people. They require fewer prisons. It will require changing the labor force from grade school teachers to elder care facilitators. But I mean, these are things which we could do if we adopt them as a positive goal. Acknowledge the intrinsic value of nature's regenerative processes. We tend to value nature in its monetary terms, which, of course, is a terribly stupid and destructive way to approach it. And then, and again, something very important in Austria, identify and implement measures for resilience and adaptability. Chaos is coming, and the best way to prepare for that is not to ignore the idea or try to prevent it, but to prepare for it. I've underlined in red the two policies which seem to me these days to be of particular interest for the Austrian chapter. Well, I hope I will have a chance soon again to visit Vienna. I've lived there twice. Vienna is my favorite city. And when I do, perhaps we'll have a chance to meet in person. But until then, this brief movie will have to serve. And so I thank you very much for the opportunity to be with you tonight. And I hope you will have very useful conversations. Thank you. Ja, danke, da waren sehr viele, glaube ich, auch Ideen drinnen, die wir uns natürlich auch überlegen werden für unsere weitere Arbeit.